Seht ihr das? Die 71? Tja, ich erkläre es euch. Ich habe mir nämlich Folgendes überlegt. Immer wenn ich ab jetzt bei einem Level nicht die 100% erreiche, sprich 100 Punkte, lade ich das irgendwann als Outtake hoch. Aber im Let's Play zeige ich euch nur wirklich den Versuch, bei dem ich die 100 habe. Ich will euch immer auch vorher sagen, ob ich die 100% erreicht habe oder ob es das erste Mal so ist, das Level spiele, denn ist klar, ich kenne das Level jetzt schon etwas. Und ja, weiß halt Bescheid. Und ja, ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Denn auch hier habe ich bei diesem Level ein fieses Secret nicht direkt gefunden. So, dann mal nach da. Wie gesagt, ich kenne das Level schon ein bisschen. Ich will, dass es das gelbe Ei ist. So. Übrigens, falls ihr nachgucken wollt, für euch selber mal nachgucken wollt, wo die ganzen Secrets sind, ich würde euch empfehlen, guckt das nicht bei einem Let's Player, sondern bei so einem Speedrunner nach. Die hat das Spiel so speedrunnen. Bei dem, der macht es nämlich schnell. Und warum komme ich da nicht hoch? Ja, warum hat es eben nicht funktioniert? Das ist wohl ein ewiges Rätsel. Da oben so sollte eigentlich nichts sein. Weiter geht's da. Na, schon alles platt gemacht. Dann hier schön mal die Eier voll aufstocken. Und weiter geht's immer schön nach unten, denn hier gibt es was. Okay, das war ein bisschen gewagt, aber why not? Ich dürfte hier alles haben. Und dann hier alles schön säuberlich einsammeln. Dann in den Checkpoint rein. Und die drei Münzen sammeln, die sind wichtig, die sind rot. In die Röhre hier geht es nicht rein. Und wumm. Verdammt. Ach, ich erinnere mich an was. Da ging es doch noch höher. Wenn du da hochkommen würdest. So. Da. Das will ich nicht übersehen haben. Na komm, Yoshi, komm halt her, verdammt. Und hier irgendwo. Das war ein fieses Secret, das ich nicht sofort gefunden habe. Ist ein Bonusraum. Ich weiß auch immer noch nicht, wo es ist. Aber ich werde schon. Verdammt. Da habe ich ein paar Münzen geskippt. Ach ja, hier oben. Nee. Ey. Egal. Okay, dann hier. Na komm, hier das Minispiel, das können wir auch mal schnell machen. Okay, Melonenkern spucken. Man muss hier immer die Melonen grabben und die dann ownen. Wir beide haben jeweils 4 Leben. Aber kann ich hinter diese Wände verstecken? Das kann ich nicht. Das ist ein Vorteil. Dafür. Oh. Okay, noch ein Hit braucht der Gude. Komm, spring, hüpf. Yes.
Und ich halte eine Melonenkerne. Melonenkernkarte. Ja, ich muss auch einen sammeln. Okay, jetzt wird Zeit, um das fiese Secret zu finden. Man muss ähnlich wie da irgendwo hier ein Ei hochwerfen. Nur mit dem kleinen Problem, dass ich halt keine Ahnung habe, wo. Das habe ich nämlich wieder vergessen. Aber irgendwo muss man ein Ei hochschmeißen. Darum wäre es auch nicht verkehrt, wenn ich mal Eier bekäme. Okay, dann. Wo? Wo ist das? Ja, ich habe halt keine Ahnung, wo. Das ist mein Problem. Dass ich halt ahnungslos bin. Wo denn? Das sieht jetzt einfach nur so unverschämt mies. Ja. So, das ist das Secret, was ich übersehen. Ey! Wehe, ich komme da nicht mehr hin. Boah, wäre ich ausgerastet. Und ich halte rote Münzen. Hab schon alle Münzen. Mir fehlt noch eine Blume und ich weiß, wo die ist. Ja, dann habe ich alles in diesem Level gefunden. Dann nur noch ab ins Ziel, verdammt. Diese Kanonenkugeldinger da, die muss man nur mit Stampfattacken besiegen. Anders geht es nicht. Warum gehe ich da oben lang? Da geht's nicht lang. Ich muss nach unten. Frag mich, warum man manchmal nicht hochkommt, manchmal schon. Das ist immer so eine komische Sache. So, na, da waren wir schon. Ich meine, ich weiß ja noch, wo hier der letzte, wo die letzte Sache ist. Dann gehe ich hier rein. Also wir sind fast durch. Hier noch einen Sternkreis, am besten nicht treffen lassen. Denn dann muss ich auch keine Sternkarte verwenden. Das wäre ultra heftig nice. Das fände ich super duper. Ja, mal ein bisschen Speedrun. Wie gesagt, ich weiß ja, wo die letzte Blume ist. Gib mir aber erstmal volle Eier, du. Okay. Zack. Und alles Fakes. Verliere alles. Dein ganzer Besitz. Und hahaha. Ins Ziel mit dir, Yoshi. Ah, nur 10 Minuten. Das heißt, da geht noch was. Aber erstmal eine Bonus-Challenge. Also heute gibt es noch ein Part, und zwar mit einem Level, den ich vorher noch nicht kannte. Mal gucken, ob ich auch die 100% kenne. Wenn nicht, dann wird das als Outtake hochgeladen. Ihr wisst es. Hier haben wir eine Glückskarte. Wir müssen einfach eins aufdecken und hoffen, dass da was Gutes ist. Hm. Also zumindest war es kein Fake. Okay. Okay, dann geht's weiter in 2.7, das Level, was wir vorher noch, was ich auch noch nicht gespielt habe, was Pliant ist, sozusagen.
Also es ist nicht blind, aber ich kenne mich hier nicht aus, es ist half blind. Half blind. Boah, diese Typis. Oh, da ist was. Ich würde dann jetzt so ungern hin, denn da ist was. Komme ich denn hier irgendwie mit irgendwelchen Methoden da hoch? Sieht nicht so aus. Oh. Oh boy. Also, wenn man dahin muss, da. Das ist echt nicht leicht. Moment, Moment, Moment. Scheiße. Ey, bevor die abhauen, ne? Bevor die abhauen. Seid ihr jetzt abgehauen? Leckt meinen Hintern. Leckt meinen Scheißdrecks Hintern, ihr Scheißdrecks. Dreckigen Dreck. Dreck. So, ich hab mal Eier weggeschmissen, was eigentlich vollkommen unklug war, aber egal. Egal. Ja, einfach auf den drauf springen. Ja, jetzt habe ich keine Eier. So, ich habe die 3 Münzen. Na komm, fangen wir mal ein paar Gegner. So. Ach, so kommt man auch drauf. Okay, dann würde ich euch empfehlen, die Dinger da nicht einzusammeln. Dann baut sich hier eine nice Brücke auf. Das würde mich schon interessieren. Da muss aber ein guter Sprung sein. Das muss ein sehr guter Sprung sein. Ach komm, da wird wohl eh nichts sein. Aber erstmal stampf es ein. Stampf und stampf und. Kein fieses Secret. Hätte ja aber eins sein können. Ey. Boah. Okay. Ich hab die Münze. Ey. Okay, dann. Collecten, collecten. Verschlingen. Münze ein collecten. Alles hier collecten. Abknallen. Key holen. Nee, wenig brauchen, aber hey, holen. Abknallen. Alles aufstocken. Abknallen. Abknallen. Aufstocken. Und hoch da. Aber irgendwie fehlt mir da noch was. Ey, wehe. Wieder geht's weiter. Achso, ich kann hier einfach. Da haben die auch was versteckt. Es ist so fies einfach. Ich sollte mal hier gucken. Na, was haben wir denn? Na, was haben wir denn da? Wo? 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 Das sind einfach Münzen. What? Was ist deine fliegende Typi da? Ach, war einfach Coins. Da, dann war es ja nicht wichtig.
Aber es hat sich immer nicht geklickt, was da oben ist. Ich gehe mal davon aus, dass da nichts war. Man wird mit einer Münze belohnt. Aber man kriegt dann einfach noch eine. Ich gehe mal da lang. Wie gesagt, ich weiß es ja nicht. Okay, sieht aber so aus, ob es da weitergeht. Darum gehe ich nach hier. Ich komme auch jetzt professorisch nicht mehr zurück. Mal so gar nicht mehr. Okay. Hey! Was fällt dir ein? Moment. Die roten fallen runter, aber die blauen und die grünen nicht. Die roten fallen runter und die grünen nicht. Das ist doch immer andersherum. Betrug. Easy. Ist mir egal, ob es noch anders geht. Ich hab's einfach mal so gemacht. Okay. Geh mal da durch die Tür, bitte. Danke. Auch dumm, dass ich jetzt hier mal den Schlüssel behalten muss. Das heißt, ich habe jetzt für den Rest dieses Levels minus ein Eierslot. Das ist gar nicht schön. Fällt einiges runter. Hier war ein wichtiges. Hier waren richtige Coins. Richtige, wichtige Coins. Viele Sachen, die man hier einstampfen sollte. Na, was hatten wir denn da? Okay, sie könnten es aber auch ein bisschen übertreiben. Man muss einfach alles abchecken. Man weiß es vorher einfach nicht. Ja, was haben wir hier? Wie komme ich da hoch? Hab die Fischen, dass es da weitergeht, darum. Ja, geht's doch weiter. Aber wie komme ich denn da hoch? Vielleicht nicht tun sollen. Ja, jetzt noch Münzen. Ihr seid ja mal witzig. So. Erstens, was haben wir hier? Okay, dann. Achso, hab ich schon aktiviert. Okay, dann mal bis nach unten stampfen. Das wäre so fies gewesen. Aha. Verdammt, keine Eier. Mein Eiervorrat ist leider erschöpft. Scheiße, scheiße, scheiße. Kill ihn. Ich will hier wieder hochkommen. Ah, noch mehr zu stampfen. Schön, toll, super, prima, geilo, awesome, fantastisch. Und da wäre sogar noch was gewesen, alter Schwede. Oh, hab alle Coins. Das heißt ja aber auch gleichzeitig, dass die Coins, die wir eben gefunden haben, dass sie halt nicht echt sein können. Das ist jetzt halt die Frage mit den Blumen. Das ist halt die einzige Frage noch. Das heißt, es mir jetzt die Coins von nun an sind die mir sowas von egal. Ne, ich guck noch mal extra hier. Ne, alles. Ey, ein Riesenei. Es wurde mir gemobst. Ach, one up. Okay. Wo sind Eier? Ich
mache mal ein Safe State, denn ich weiß ja nicht, ob es da untergeht oder nicht. Nein, wusste ich nicht. Eventuell wäre auch der Tod gewesen, aber auch ein Secret. Genau darum habe ich das auch gemacht. Was haben wir hier? Was war es gewesen? Eine Blume? Macht einfach und dann passiert nichts. Hm. Ja, die Münzen interessieren mich nicht. Okay, Blume Nummer 1. Komm, wo ist Blume Nummer 2? Was ist hier? Auch so eins dieser Geschichten. Es kann ja sein, dass es noch kommt. Weil das ist noch ein ganzer Bereich. Auto. Das heißt Safe State. Okay, wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt nur einmalige Gelegenheit habe oder nicht. Ah. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Das Ziel. Hubschrauber. Alles sehr interessant. Also ich suche ja noch eine Blume. Eventuell leiten mich die Münzen dahin. Nö. Die Münzen sind Verräter. Scheiß Verräter. Ja, weiß ich, was da, wo Robert da was ist. Ich muss jetzt einfach davon ausgehen, dass die Entwickler sozial sind und dass da nichts weiter ist. Ausgehen, dass die Entwickler sozial sind. Ich mache ja manchmal gute Scherze. Könnt ihr euch mal verpissen? Ja, die in die andere Richtung schießen. Oh, man kann sogar abknallen. Also, wenn man jetzt noch Eier hätte. Versteht sich. Es respawnt wieder. Ich weiß nicht, wo was ist. Dann gehe ich jetzt einfach mal ganz nach links, auch so weit nach oben wie möglich, bis das Hintergrund ich mal scroll, dann ja, dann weiß ich halt, dass ich ja, so kann man es auch machen, eine verbuggte Animation. Hey, also ich muss A drücken, nicht nach oben. Geht nach Zeit wieder automatisch zurück. Das ist interessant. Hey. Wollt mich schon beschweren. Aber vielleicht ist ja das ultimative Secret ja auch auf dem auf Boden. Ja, ich habe Angst, dass ich da nicht mehr zurückkomme. Darum suche ich jetzt den Rest. Ab. Ich habe halt keine Ahnung, verdammt. Ist ja nicht so, dass das Spiel schon asoziale Secrets genug hätte. Ich erinnere mich da ja an diesen, ja, was in diesem Part hat an der Tür. Das war ja auch schon so asozial gewesen. So. Coins. Danke. Komme ich jetzt wieder zurück? Geil! Weiß ich vorher, dass das da so ist? Nein. Also muss ich ein Safe State laden. Oder ich habe die Blume geskippt. Ja, was weiß ich, was hier der Fall ist.
Achso, A drücken. Immer hier schön den Nahknopf drücken. Ja. Ab zu so einem Pauchisch-Nix. Ich weiß ja, dass alles hier fake ist. Please. Ich hab's noch berührt. Ey, ich hab das Ding doch berührt. Hab das gesehen, das ist doch so gezuckt. Natürlich zählt es nicht. Jetzt ein bisschen Gas geben. Das ist nicht die Definition von Gas geben. Geh doch da runter, verdammt. So. Jetzt. Ich wollte natürlich sagen, jetzt. Ich weiß es nicht, wo es ist. Ey, ey! Betrug. Ja komm, da lenkt man nach unten und man sieht es nicht rechtzeitig. Das ist so fies. Das ist so fies. Ich weiß halt nicht, wo die Blume ist. Ich muss halt nur vermuten. Boah. So. Ey, was hast du da? Was gegen Kanten oder what's going on hier? Dann. Das kotzt mich sowas von heftig an. One up. Jetzt nicht drauf reinfallen. Jetzt war da nix. Alles umsonst? Wollt ihr mir das... Warte mal, Mann, dass das jetzt hier alles umsonst war? Leckt meinen Popo. Das war alles umsonst. Ja, wusste ich das vorher. Es ist ja nicht so, dass es auf so einem Schild steht. Meine Fresse. Interessant. So. Leckt. Ey. Funktioniert Ziel. Wo ist die Blume? Ich glaube, die werde ich einfach nur zeigen. Die werde ich einfach nur zeigen. Da mache ich hier so ein Fail-Ding. Glückskarte. Ein Powerblock. Braucht niemand. Aber scheiß drauf. Dann zeige ich euch das Secret, dann kommt die Endcard. Hoffentlich auch wirklich. Und dann sage ich, ciao Leute. Thank you.